Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian, ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Kurz was in eigener Sache. Wie ich gestern angekündigt habe, habe ich offiziell einen Zweitkanal aufgemacht und heute kam das erste Video darauf online. Ich würde euch bitten, nach diesem Video auf den Kanal zu gehen, zu abonnieren und, falls ihr Bock habt, euch das Video anzuschauen und mich damit zu supporten. Vielen Dank dafür. Dann zu dem jetzigen Video. Ich habe euch ja gestern angeteasert, dass es heute weitergeht mit Arafat, Yasser und Coach Frankie. Es gibt aber eine Art von Stream oder eine Art von Material, was unglaublich wichtig ist für den Kontext, warum überhaupt Arafat, Yasser und Coach miteinander so umgehen in diesem Live, wie sie es tun. Ich wurde gestern Abend fündig und es ist extrem wichtig für den Kontext und genau deswegen schauen wir erstmal da rein. Und danach in den Talk zwischen den dreien. Und mit El sein. Du sprichst auch von ihm. So, also er hat mich drum gebeten. Er sagte, da wäre eine Frage offen. Okay. Sprich. Lass dir Zeit. Um zu erklären, wer die Wahhabiyya sind. Das war seine Frage. Er sagte zu mir, geh bitte hoch. Der Bruder hat eine Frage. Dann sagte ich gerne. Also, mein lieber Franklin. Also, ich möchte nicht über Sekten reden. Ich dachte, du hast was auf dem Herzen. Religion lassen wir mal weg. Ja. Wenn du was anderes zu sagen hast, kannst du gerne machen. Ja. Ob Wahhabit jemand ist oder Sunnite ist oder Schiite ist, wen interessiert das? Ja. Das interessiert mich. Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Dann erwähnen wir das anders. Also, mein Lieber. Ich sag auch, guck mal, ich bin der Meinung, man kann lehren, man kann über die Religion Auskunft geben. Ich sehe damit nichts Verwerfliches im Gegensatz. Das Recht sollte jedem vorbehalten sein. Ich sehe vernünftige Diskussionen als nicht problematisch. Aber was ich als problematisch sehe, ist gegenseitig zuschießen, weil man einer anderen Religionsgruppe angehört. Ne? Jemanden unsympathisch zu sein, automatisch eine gewisse Antipathie zu haben, weil er einfach einer anderen Religion, sagen wir mal, angehört. Das sehe ich als problematisch. Was ich auf dem Herzen habe, ist, dass wir in einer Zeit gekommen sind, und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft eines Propheten. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in dieser Ayah, warum wir die beste Gemeinschaft eines Propheten sind. Ja. Allah sagt, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Das heißt, ihr fordert zum Guten auf und ihr untersagt das Schlechte. Okay. Und wenn wir als Muslime in der heutigen Zeit sehen, dass fast hier in Deutschland schon jeder Dritte, der sich Muslim nennt, Allah mit Hand und Fuß beschreibt, dann ist es eine Sache, die uns ans Herz geht. Zum Beispiel. Ah, okay, diese Diskussion. Oh mein Gott! Hatten wir das nicht vor ein paar Wochen oder so? Es geht halt um, da ging es ja schon hinher, um diese Diskussion, dass manche Allah mit Körperteilen beschreiben und die andere Seite wiederum sagt, oh, ich weiß nicht der genaue Wortlaut, Allah hat einzigartige Eigenschaften, im Grunde genommen. So, das ist halt so, diese Unterteilungen innerhalb des Islams, müsst ihr verstehen. Die sind vielleicht von außen hin minimal, aber im inneren Kreis maximal. Das getan. Zum Beispiel. Und das ist eine Angelegenheit, da wir ja möchten, dass unsere Kinder auch richtig erzogen werden mit dem richtigen Glaube an Allah, dann sprechen wir zu unseren Kindern und lehren sie und versuchen auch, diese Menschen um uns herum den richtigen Glaube zu lehren, damit unsere Kinder nicht irgendwann mal nach Hause kommen und denken, dass Allah Füße und Hände und Finger und Gesicht... Okay. Das habe ich aber wer hat das schon mal gemacht? Das machen einige Menschen, die einem Gelehrten namens Ibn Taymiyyah folgen. Okay. Und dieser Ibn Taymiyyah, er kam mit einer neuen Digga, Lehre. Digga, ist so gottlos, ne? Jeder schreit einfach AfD rein, Junge. Aber wer hat das in Deutschland verbreitet unter den Kindern? Wer vergiftet in das? Das verbreiten hier viele auf TikTok. Okay. Und da gibt es einige. Und was mich heute dazu gebracht hat, hoch... Ja, aber das ist doch das Problem. So wie er das aussehen lässt, indem er sagt, guck mal, diese Unterteilung, die glaubt an der Tatsache, dass Allah, man muss ja unterscheiden, nicht Hände, also Hände und Füße hat, aber es steht nirgendwo hin, in welcher Art und Weise. Das heißt, nicht die eines Menschen, nicht die eines Tieres, nicht eines... Es wird nicht beschrieben, was das für Hände sind oder was das für Füße sind, aber...
Wie er das dann beschreibt, so nach dem Motto, wir müssen den Kindern etwas Richtiges lehren und so. Ja, nee, es hört sich ja schon so an, als würde er vorwürfen, als die, die das lehren, die Kinder vergiften. Es ist am Ende des Tages eine Religionsrichtung, eben innerhalb des Islams. Man kann davon nicht sagen, dass die vergiftet sind oder die vergiftet oder die vergiftet. Man kann nur sagen, der Glaube ist halt einfach anders. Versteht ihr? Da fängt doch schon, um ehrlich zu sein, die Fitna an, indem man teilweise behauptet, dass Kinder, wenn sie an verschiedenen Glaubensrichtungen festhalten, teilweise vergiftet sind. Kommen und das anzusprechen ist, unter anderem gehört auch zu ihrer Neuerung, dass wenn sie sehen, dass Muslime sich über die Geburt des Propheten freuen, Ja. sie beschimpfen sie schon. Ja, aber wer Sie denn? sagen, Wer ich vergiftet kann es den nicht Sohn? Gott, Junge, Gott hat von mir gelernt. Gott hat einfach von mir gelernt, Junge. Der einzig wahre Coach auf dieser Welt. Ich hatte ein Video über Palästina reingepostet, wo einige palästinensische Brüder sich freuen über die Geburt des Propheten. Und dann kommt einer rein und postet da drinnen und schreibt, wenn diese Sache so eine gute wäre, wieso geht's dann unseren Brüdern in Palästina so schlecht? Stell dir mal vor, stell dir mal vor, die benutzen diese Argumente schon gegen Muslime, die die Aqsa beschützen, die unsere Okay, islamischen das Brüder. wissen wir alles aus den Nachrichten, das weiß ich, ja. Genau. Und dass diese Menschen es schon so weit getrieben haben, dass sie den Menschen einflüstern und einreden, dass es den Palästinensern schlecht geht, weil sie die Geburt des Propheten feiern, das war mir zu viel. Da habe ich gesagt, nee, dann gehe ich hoch und spreche es an. Und diese Angelegenheit sollte nicht nur mich interessieren, sondern jeden Einzelnen von uns. Kommen wir zum Punkt. Wer tut es? Kommen wir doch zur Sache. Also du sprichst. Göttlos. Guck mal, das Problem ist, über die Feier des Propheten Muhammad Rasulullah, da ist ja auch viel Diskussion. Ist auch so eine Art. Es ist sogar teilweise so, dass einige Lehrte sagen, dass man generell als Muslime gar keinen Geburtstag feiern darf. Versteht ihr? Das ist nicht mal. Ne? Sowas ist, glaube ich, so an sich teilweise auch schon sehr, sehr schwieriges Thema. Es geht halt darum, dass im Koran oder irgendwo anders nirgendwo drinne steht, dass die Leute die Geburt des Propheten sowie seinen Geburtstag generell gefeiert haben. Und es steht auch nirgendwo im Koran, dass er ihn selber gefeiert hat. Und deswegen natürlich gewisse Unterteilungen, ne, des Islams, die sehr, sehr gebunden an den Koran ihren Glauben haben, ne, also teilweise eins zu eins viele Sachen übernehmen, die sagen, man sollte den nicht feiern. Und die andere Seite war, sagt wiederum, warum sollten wir nicht an den Geburtstag oder warum sollten wir nicht den Tag, wo der Prophet geboren ist, warum sollten wir den nicht feiern? Und das meine ich damit. Es ist halt diese Unterteilungen, wo der Islam sich in solchen Angelegenheiten spaltet, ne, in verschiedensten Richtungen. Und Von Palästina bis hierhin, komm doch zur Sache und sag, was du auf dem Herzen hast und wer das hier tut. unter anderem ist ein Kerl namens Abul Qasim. Wer seine Lehrer sind, weiß ich nicht. Oder Nein, ein wer tut das hier? Wer tut das hier? Ja, die lehren das hier. Okay, aber Die wer verbreitet das unter unseren Kindern? Ich habe bis jetzt kein Kind mitbekommen, der das Problem hat. dann, weil Al-Zain hat mir gesagt, ich soll das Thema unbedingt ansprechen. Deshalb. Also ich weiß jetzt nicht wo. Okay, also du weißt nicht, ob jemand von uns das tut Nee, ich höre oder das bei jemand schuld einigen, ist. die hier lehren. Unter anderem Abul Qasim oder beispielsweise, ich habe da einen gesehen, Nein, der nein, hat ich eine meine von Aussage. uns, von der Prominenz, von jemand, Von der der den. Prominenz. Das ist crazy. Ja, aber man kann doch am Ende das. Also, ich weiß nicht, was jetzt hier sein Ding ist, also seine Agenda. Wenn er sagt, ein Gelehrter oder jemand, der das lehrt, hat ja das Recht, das zu lehren. Das ist seine Art des Glaubens, so wie er auch seine Art des Glaubens auf TikTok lehren kann, wenn er das möchte. So, ich verstehe nicht, warum man versucht, gewisse Gruppierungen mundtot zu machen. Das ist ja Zensur, das ist ja das Nehmen von Religionsfreiheit. So wie er seine Glaubensrichtung hat und er frei sein sollte, sie zu lehren, so sollte jeder andere das Recht doch auch haben. Beispielsweise, ich war Nein, in ich einem rede von unseren Kurs. Leuten, von TikTok, von irgendjemanden. Warum hat El Sein dich hingeschickt?
Er sagte, du hättest eine Frage über die Wahhabiten. Dann sagte ich ja, dann geh ich Nein, hoch das und stimmt erkläre das. nicht. Das stimmt nicht. Ah, dann tut mir das leid, dann haben wir uns verwechselt. Nein, alles gut, alles gut. Wir haben nichts verwechselt, mein Lieber. Wir haben nichts verwechselt. Ist alles gut. Ist alles gut. Also du kannst gerne weiterreden, ist kein Problem. Ja, für diese Angelegenheit, ich war jetzt in einem Unterricht, da hat jemand eine Aussage des Propheten erklärt, alayhi salatu wassalam. Da sagt der Prophet erklärt uns, dass Adam... Coach ist einfach geisteskrank. ...nicht so erschaffen ist wie wir, normalen Menschen. Okay, wir warte, ganz kurz, Menschen. Ganz kurz, ganz kurz. Du redest über den Islam, okay? Genau. Bei Allah soll dich Allah bestrafen und El Sein soll auch bestraft werden. Auch deine Familie, wenn du kein Hund bist, bleibst du hier drin und hast du Mut. Guck mal, ist das El Sein? Hier ist der Chatverlauf. Er hat mir 350 Euro überwiesen. Guck da oben, siehst du das? Der Platz gehört dir 21.30 Uhr. Ich komme zurück auf die in der Zukunft. Bruder, 350 Euro, sonst bin ich raus. Mach langsam, tamam, Bruder, dann schau. Okay? Siehst du das? Das ist El Sein. Ich habe auch seine Kontodaten. Siehst du das? Ich rede mit... Einfach exposed, das geisteskrank. Ich rede mit dir. Mit mir? Ich rede mit dir, ja. Da kannst du den Chatverlauf sehen. Ich habe geschrieben, der Platz gehört dir um 21.30 Uhr. Und seine Worte sind, hörst du mir zu? Wenn du Allahs Kind bist, hörst du mir zu. Wenn du ein Mann bist, hörst du mir bis zum Schluss zu. Es hieß, mach Arafat fertig. Lass uns den Typen unter die Erde bringen. Für 350 Euro will ich 5 Minuten von deinem Platz haben. Laut Drehbuch müsste er jetzt bei dir anrufen. Ist das dein Krieg, El Sein? Ist das dein Krieg, echter Salaf? Oder ist das mein Krieg? Ist das mein Ärger oder dein Ärger? Warte. Das schreibt sogar Arafat hier. Müsste er jetzt bei dir anrufen. Ist das dein Krieg, El Sein? Ist das dein Krieg, echter Salaf? Ihr Arafat, subhanallah. Ist das mein Krieg? Ist das mein Ärger oder dein Ärger? Ich hab nur gehört... Ich rede mit dir! Warte, der Teufel hat dich... Ey, Junge, Coach ist geisteskrank. Coach ist, Junge, der spielt einfach beide Seiten aus. Das ist heftig. Warte, hier, ich hab die Beweise, da. Da hab ich... Hier, er schreibt, ich zahle aus meiner Tasche. Da, guck mal, siehst du? Verstehst du? Mit mir kannst du... Ich brauch kein El Sein. Ich brauch kein El Sein. Ich mach das alleine. Du bist hier, weil er dich geschickt hat. Du bist hier, weil er dich geschickt hat. Ja oder nein? Er sagte, du hättest eine Frage. Hat er dich geschickt, ja oder nein? Um ehrlich zu sein, du kannst kritisieren und du kannst jemanden gegen jemanden schießen, solange du keine Agenda hast. Ne? Solange du keinen Hintergedanken hast. Wenn du jemanden kritisierst, sagen wir mal, wie Arafat, für die Tatsache, dass er, sagen wir mal, Bushido ausgenutzt hat, ne? Oder teilweise, ne? Diese ganze Thematik zum Beispiel. Aber dein wahrer Gedanke ist, dass sich das stört, dass er Wahhabite ist, ne? Dann ist das für mich eine Problematik. Warum? Weil du legst ja nicht deine ehrlichen Intentionen offen. Du sagst ja nicht, ey, mich stört das, dass du ein Wahhabite bist und eine Plattform hast, sondern du legst nicht deine ehrlichen Intentionen offen und versuchst ihn über die Bushido-Sache anzugreifen. So, wenn du mit ihm eine religiöse Debatte führen möchtest, dann sag es oder äußere dich. Sag, ey, ich möchte mit dir debattieren über Religion. Dann ist es ehrlich. Aber greif ihn nicht an in Sachen von Bushido und Co., wo dein eigentliches Problem ist, welcher Unterteilung er im Islam angehört. Versteht ihr? Und das ist das Problem, was ich sage. Und es ist schon krass, dass Coach Frankie hier die Karten offenlegt, muss ich sagen. Also ist schon heftig. Nein, er sagte, du hättest eine Frage. Warte. Hier, lies da oben. 350 Euro. Ich schicke dir noch ein Bild. Okay, du willst also es genauer haben, okay? Du willst es genauer haben? Ich zeig dir, was mir überwiesen wurde, okay? Du willst es noch genauer haben? Gott. Ich brauch's nicht genauer zu haben. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Du willst genauer haben? Hör zu. Hier ist die Überweisung. 300. 300 okay. Habe ich bekommen für 5 Minuten, okay? Okay? Das ist ein ordentlicher Preis, um ehrlich zu sein. Also 5 Minuten vom Livestream Platz haben für 300 Euro ist schon insane. Also ist schon gut bezahlt, sagen wir so. Hör zu. Richte deinem Typen aus. Hör zu. Das ist mein Krieg, das sind meine Feinde, okay?
Und voila, ich schwöre es dir, als er mich angeschrieben hat am Telefon, habe ich aufgenommen. Lach nicht so dumm! Wo hat er das Geld angenommen? Wo hat er das Geld angenommen? Yo! Jetzt muss man unterscheiden. Was Coach sagt, ist nicht, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, dass er gegen Arafat geschossen hat, weil die es ihm gesagt haben. Sein Beef ist mit Arafat auf eine ganz andere Ebene basierend. So, aber ich glaube, dadurch, dass sie jetzt gesehen haben, dass Coach gegen Arafat schießt, wollten die mitspielen. Also die wollten Partei ergreifen. Soweit ich das verstanden habe. Coach hat gesagt, auch wenn er hier teilweise mit ihm geschrieben hat und so, warum Coach ihn jetzt exposed ist, zu sagen, weißt du was, ihr führt Krieg mit Arafat wegen ganz anderen Geschichten, die mich überhaupt gar nicht jucken. Und genau deswegen expose ich euch dafür, dass ihr mich als Instrument für eure Zwecke benutzen wolltet. So verstehe ich das gerade. Aufgenommen. Lach nicht Redest du so mit mir oder allergisch. hast du Ich sie lache noch? mit dir, ja. Ich rede über dich. Hast du sie Ich noch rede alle mit oder was? dir. Hör zu. Hey, Ey, warte, komm warte, mal warte, runter. sei ruhig, sei Hast du ruhig. sie Du noch hast eine alle? Sünde begangen. Du hast Ja, eine Sünde begangen. hör Soll zu. Allah dich Urteile nicht bestrafen? ohne Wissen. Warte, sei ruhig, Urteile nicht. sei ruhig, sei ruhig. Eine Urteile nicht Sekunde. ohne. Arafat kommentiert, so sind die Sekten. Eine Sekunde, gib mir eine Sekunde. Nein, du Warte. gibst mir jetzt eine Sekunde. Pass mal auf. Guck mal, ey. Einfach stumm Hör geschalten. zu. Sie schreien. Stumm geschalten. Ist das geisteskrank. Ich sag nur eine Sache. Coach tut sich da in etwas involvieren, was er wirklich nicht so meiner Meinung nach richtig versteht, weil das sind sehr, sehr verhärtete Fronten. Und da ist viel Hass zwischeneinander. Da ist sehr, sehr viel Hass zwischeneinander. Und das Einzige, was ich Coach empfehlen kann, ist überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise in so eine Sache überhaupt mitzumachen. Such einfach nicht ein Instrument für irgendjemand zu sein. Sei nicht jemand, den andere Leute für etwas benutzen. Versteht ihr? Er hätte schon den Schritt machen müssen, überhaupt nicht da sich miteinander zu connecten. Ne? Einfach sagen, ey, das ist euer Ding. Ich habe mit Arafat meine eigene Geschichte, weswegen ich gegen ihn schieße. So, meine Gründe sind nicht eure Gründe und deswegen möchte ich das nicht machen. So. Aber die Sachen sind schon sehr, sehr ernst. Sehr, sehr ernst. Mir, sie schreiben mir, mach den Typen fertig. Arafat hat nichts über die gesagt, nichts getan, gar nichts. Er sagt selber zu mir, ich habe nichts mit ihnen zu tun, die tun mir leid. Warum? Ich frage dich etwas, letzte Frage, dann kannst du gehen, unter Bitte Allahs schön. Himmel. Wenn ihr so viel Eier habt, warum geht ihr nicht zu Arafat hin? Warum packst du nicht die ganze Familie und gehst du hin? Wo sind Du deine Eier? verstehst immer noch Wo? nicht, was Sache Hör ist, mal oder? zu, ganz kurz, ganz kurz. Nein, 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 Warte, nein, nein. ey, willst du, dass ich die Audio Nein, von ihm wenn reinmache? du mit mir redest, Willst du, wenn du dass ich mit Audio mir redest. reinmache? Hör zu, ey, Kampfhund, geh weg, zurück zu deinem El-Sein und sag ihm, mit seinem Geld werde ich schön Schau spenden mal, an schau mal. Obdachlose. Wenn hier ein. Aber guck mal, eine Sache muss man sagen. Eine Sache muss man sagen. Ich weiß nicht, was von diesem El-Sein seine Gründe waren. Aber der echte, oder wie auch heißt, er hat nicht explizit Arafat angegriffen. Das muss man so sagen. Er hat seinen Namen nicht erwähnt und es schien auch so, als hätte er nicht vorgehabt, seinen Namen zu erwähnen. Ob es vielleicht noch hätte passieren sollen, das weiß man nicht. Nur, man muss festhalten, er hat den Namen nicht erwähnt, sondern hat sich mehr auf die bezogen, die das Ganze gelehrt haben. So, ich habe gewisse Sachen gesagt, wo ich einfach grundsätzlich einfach anders darüber denke, dass jeder das Recht hat, über seine Religion zu reden und teilweise den Leuten das vorzustellen. Das Recht hat, sollte jeder haben. Und wenn man das Ganze debattieren möchte, das ist in Ordnung. Man sollte das Ganze nicht nur so teilweise auf YouTube, auf TikTok, Social Media mäßig machen, so nach dem Motto, ich schieße jetzt gegen dich. Ich denke, das hat sowas hat nicht in der allgemeinen Religionsthematik nichts zu suchen. Soll Ist, dann ist Allah dich es keiner außer bestrafen. dir. Soll Allah dich bestrafen. Mit Also mir der, kannst du der sowas hier nicht am machen. Bellen ist, bist du. Ich kämpfe alleine. Ich kämpfe Nein, alleine. nein, Ich du bist brauche der, dich der, nicht. der am Bellen Warte, ist. warte, Bell warte. nicht. Bell Warte, nicht überall warte, sein. warte. Schäm dich. El-Sein, wenn du Eier Schäm hast, kommst dich. du jetzt hoch. El-Sein, wenn du Nein, Eier hast, kommst du hoch. schäm dich. Warte, sei ruhig jetzt. Ich schäme mich. Ist okay. Schäm Dein dich, Gesicht. erstmal Siehst so du zu dein Gesicht? urteilen. Siehst du dein Du Gesicht? hast, schau mal, Siehst du schau dein mal. Gesicht? Siehst du Pass dein auf. Gesicht? Du Siehst du dein urteilst, Gesicht? bevor du Siehst du etwas das? weißt. Hör zu, hör Du zu. sagst zu mir, Hör mal warum zu, ich ganz kurz, dumm ganz bin. kurz, ganz Er kurz. sagt mir, Rede du nicht. hättest. El-Sein, du versuchst mich auf Arafat zu hetzen. Komm hoch, hab die Eier. Du meinst, ich brauche deine Hilfe von dir und deiner Familie? Komm hoch! Komm hoch! El-Sein, komm hoch! Alles ist bewiesen. Hier ist deine Adresse. Ich habe deine IBAN, ich habe alles. Komm hoch! Hat er aber, ich hoffe nicht, dass er von dem was geleakt hat, irgendwie so oder so. Eine IBAN oder Adresse oder sowas.
Wer brauche ich euch? Komm hoch, redet mal mit einem echten Mann und nicht mit so falschen Salafisten, mit so falschen Predigern. Du, ja? Wenn hier einer falsch ist, dann du bist du falsch. Du redest über Allah du und Muslime, bist hier der Falsche. Du falscher 50er. Du bist hier der Falsche. Der Teufel hat dich geschickt. Hör mal. Du hast hier geurteilt ohne Wissen. Arafat auf deinen Kopf. Das ist mein Problem, nicht euer Problem. Coach ist Main Character. Coach ist geisteskranker Main Character. Oh mein Gott, Digga. Guck mal, wie peinlich, ja. Schicken die mir Geld? Sagt er, 5 Minuten lang. Und jetzt redet er über Allah und Gebete. Und rezitiert hier, das will ich euch damit sagen, bitte passt auf, wer euch den Islam näher bringt. El Sein, wo bist du auf einmal? Ich verstehe nur nicht, warum er das Geld angenommen hat. Das muss ich sagen, das muss Coach mir noch erklären. Warum hat er das Geld angenommen? Hat er gedacht, dass sie wirklich explizit gegen Arafat schießen und genau deswegen teilweise das Ganze doch vorhatte, aber dann gesehen hat, als sie doch an sich mehr die Religion lehren wollten, ne, an die sie glauben, dass er gedacht hat, weißt du was, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe und deswegen den Deal jetzt sozusagen exposed hat. Das ist das Einzige, was ich mich hier gerade frage, weswegen jetzt Coach diese Entscheidung getroffen hat. Schon ein bisschen, glaube ich nicht, das war nicht der anderen Partei deren Idee wahrscheinlich. Du dreckiger, hasserfüllte Rattenmann. Really. Schäm dich. Und du bringst Kinder in den Islam, weil? Schäm dich. Du bringst Kinder, dann will ich lieber 10 Arafats haben in der Nähe von meinen Kindern als sowas. Feiglinge. Bitte, Coach Frankie, lass ihn zerstören. Guck mal. Ich hab Zabbel. Ach, ist egal. Sache ist. Zeig mal dein Gesicht. Sei ein Mann. Ich bin hier die ganze Zeit mit Kamera. Sehen, was für sei ein Mann. Er hat das die ganze Zeit sein Gesicht. Aber ich muss sagen, Respekt an den Mann, dass er drin geblieben ist. Ich glaube, jeder andere wäre rausgegangen und hätte sich das nicht angehört, was Frankie zu einem sagt. Aber der Mann ist drin geblieben. Und wollte sich selber verteidigen. Das machen nicht viele. Sei ein Mann, zeig dein Gesicht vor deiner Familie, vor der ganzen Welt. Was für ein Gesicht ist das denn? Guck mal, ich habe alles aufgenommen. El Sein hat dich geschickt, hast du gerade gesagt. Diese Psychologie brauchst du nicht bei mir machen. Du hattest eine Frage, sagte er. Ich bin hier. Deshalb bin ich hier. Na, er hat mir das Geld überwiesen, guck doch. Ja, woher soll ich wissen, was zwischen euch los ist? Dann hat er dich verarscht. Dann hat er dich verarscht. Er hat dich doch verarscht. Mir sagt er, du hättest eine Frage. Ich kann was für eine Frage? Was soll ich einen Terroristen fragen? Bell nicht, Junge. Guck mal, jetzt hast du deine Aufmerksamkeit. Mal, nein, jetzt hast du ja gesagt, ich wäre ein Hund. Sein, hol deinen Kampfhund wieder zurück. Ich wäre ein Hund. El Sein, hol deinen Kampfhund zurück. Sagte er zu mir. El Sein, hol deinen Kampfhund zurück. Ich sage zu dir. El Sein, hol deinen Kampfhund zurück. Eieieiei. Jei, Coach! Was ist doch keine Fitnessfrage? Das sind keine Fitnessfragen, mein Freund! Das sind Fitnessfragen, mein Freund! Wenn er einfach davon nichts gewusst hat, dann tut er mir echt recht leid. Okay? Weil er hat sich nicht angehört, als hätte er Bock gehabt, Arafat gegen Arafat zu schießen. Das muss man feststellen. Coach hat ihm die Vorlage gelegt, sozusagen, er sagt mal, wer macht das sowas? Glaube ich, in dem Gedanken, dass er Arafat erwähnt. Und der andere wusste anscheinend von gar nichts, weil er hat Arafat nicht erwähnt. So, wenn er davon gewusst hat, ne, oder teilweise Teil des Planes gewesen ist, dann selber schuld. So, man muss man einfach so sagen. Wenn du sowas machst, teilweise dich im Hintergrund mit anderen verknüpft, besteht immer die Gefahr, dass du exposed wirst, ne, und deine wahren Intentionen offengelegt werden. So, wie gesagt, generell denke ich immer darüber, wenn sie jemanden auf der Religionsebene debattieren möchten, sehe ich da nichts Verkehrtes, aber man sollte das dann auch so ansprechen und teilweise nicht versuchen, einen Coach Frankie für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, der dann teilweise gar nicht dieses Thema anspricht, sondern auf ganz andere Thematiken sich bezieht. Hol deinen Hund zurück! Du, wenn hier ein Hund ist, dann bist du da. Schäm dich. Gerade. Ey, hör zu. Ich liebe, hör zu. Du sollst nicht bellen. Alle eine Rose rein und geht rüber und schreibt den Kampfhund. Coach Frankie braucht niemanden. Ey, okay, Coach. Ich mache das. Oh. Und alle ein Herzchen, eine Rose rein.
Mein Feind ist mir lieber als so welche falschen Menschen. Dann lieber sitze ich mit Arafat zusammen. Guck dir mal diese Ratten an. Und wisst ihr, wie sie anfangen? Mit Islam. Sie fangen an zu predigen. Sei ein Mann, El-Sein. Geh dahin. Sei du ein Mann, geh dahin. Schämt euch. Ich hüte nicht meine Zunge, nein. Du sollst schäm aber deine dich. Zunge hüten. Schäm weil dich. Mir wurde gesagt, schäm du dich. Hättest eine schäm Frage. Dich. Schäm dich, schäm dich. Wenn, dann schäm, schäm dich. Dich. Schäm dich. Ja, die Sache ist halt einfach, wie gesagt, wenn er nicht Teil des Planes war und wirklich hier reingekommen ist, um an sich einfach so Sachen zu beantworten und Coach gehen dann halt auf so eine Art auf ihn drauf, ist auch nicht korrekt, ne? Muss man so sagen. Er ist auch ein erwachsener Mann, so, er hat wahrscheinlich Familie und Kinder und sowas ist nicht schön zu sehen. Wenn er Teil des Plans ist und teilweise von alles Bescheid wusste, dann musst du halt damit rechnen, ne? Weil dann Coach, weil du benutzt ja den Coach für etwas, was, worin wieder der Coach in große Problematiken kommen kann. Ne, diese ganzen Sachen wie Religion und sowas, das ist eine sehr, sehr hitzige, emotionale Sache, bei denen Leute weit gehen würden, versteht ihr, sehr, sehr weit gehen würden. Und da tut sich damit auch der Coach in, sagen wir mal, großer Gefahr setzen. Und das ist dann einfach der Coach, der denen dann, das, sagen wir mal, heimzahlen möchte für deren, ne, sagen wir mal, bösen Intentionen, dass sie den als sagen wir mal, Köder benutzen, sagen wir einfach mal so. Du urteilst. Verstehst du das nicht, dass du am Urteil... Coach! Woher soll ich das denn wissen, Franklin? Du Coach, verdeck die Ibon. Du kostest 300 Euro. Urteile nicht. 300 Euro. Urteile nicht. So billig bist du. So billig. Du bist billig. Hier. Ich hab Geld damit verdient. Ich bin hochgekommen, weil du was hattest. Nicht, weil ich was hatte. Weil du was brauchst, nicht ich. Du bist derjenige, der kein Wissen hat über den Islam und du hättest eine Frage. Ich soll hier hochkommen und dir deine Frage beantworten. Dann spielst du hier irgendwas vor, was dich nicht gehört, was kein Charakter zeigt. Das, was es gezeigt hat, ist, dass du charakterlos bist. Sonst hättest du nicht so geredet und du hättest nicht Hund gesagt und nicht Bell nicht. Das, was du machst, ist charakterlos. Du hast keinen Charakter. Die, die dir folgen, die wissen, das ist ein so. Mensch, der keinen Charakter hat. Wie einfach Momo einblendet. Okay, werden wir sehen. Verstehst du jetzt? Hast du es jetzt verstanden? Werden wir sehen. Mir wird gesagt, du hast eine Frage. Und du sagst, ich bin ein Hund. Verstehst du, was du überhaupt redest? Okay, dann schnapp ich mir die nächste Familie. Von dir gibt's. Dann schnapp ich mir jetzt die L-Seins. Ist mir egal, richte denen das aus, okay? Richte denen das aus, ich bin hier als einziger Mann. Ich brauche niemanden. Weißt du, ich küsse die Hand von meinem Feind eher als von euch Ratten. Ey, kommst du mit Islam an? Hau ab, Mann. Ey, deine Zeit ist vorbei. Ich habe 300 Euro gerade verdient. Deine Zeit ist vorbei. Hau ab, Köpek. Geh weg, du Der will mir den Islam beibringen. Er will uns den Islam beibringen. Und so schleimen sie sich ran. Ja, das war sehr, sehr wichtig. Ihr seht schon, warum das Ganze so wichtig war. Das hat Arafat alles mitgekriegt, ne? Und im Nachhinein, genau deswegen kam es überhaupt zu dem Gespräch mit Yasser. Weswegen auch Yasser irgendwann gesagt hat, jetzt verstehe ich, warum du so geredet hast. Und dementsprechend, darauf basierend, ist dann auch Arafat reingekommen. Die hatten den Talk, den ihr jetzt gleich sehen werdet. Aber guck mal, die Wahrheit ist es, er wollte nicht gehen, weil er wusste, wo er war. Ja, das erste Mal bin ich mit jemandem... Er wusste, er ist beim Erfolg. Wo mein Plus nicht weg ist. Verstehst du, Frankie? Das ist die Wahrheit. Dann nimm das Plus weg. Ich habe noch nicht... Frankie, nein, nur wenn du es wegnimmst. Ich hab mein Maul noch nicht aufgemacht, aber ich werde es bald aufmachen. Und dann werdet ihr die ganze Wahrheit erkennen. Wen meinst du? Er sagt, er redet mir gerade über Bushido. Warum? Lass uns nicht über Bushido reden. Frankie, ich habe vorhin ein Video von dir, wo du im Live warst. Ich finde es auf jeden Fall, ich zoll dir Respekt, dass du auch die Wahrheit offenbart hast und dass du vollgepumpt wurdest. Das, mehr wollte ich nicht sagen. Ja. Dazu gehört auch ein bisschen Stärke. Ja. Ich glaube, er referiert sich auf eine Art Talk von Coach mit, ich glaube, es einer bestimmten arabischen Clan-Familie. Und ich glaube, die hatten halt teilweise vielleicht Coach aufgehetzt oder so. Und dann hat auf einmal Coach, sagen wir mal, in dem Call
teilweise gewisse Sachen von denen hinterfragt und dann haben die den auf Heftigste beleidigt, auf Mutter gegangen und so. Aber das ist so der Talk, von dem Arafat, glaube ich, redet. Jetzt habe ich die nächste Familie an den Backen. Mit Familie nichts zu tun. Und du kannst ruhig, wenn ich dir sage, du sollst den und den angreifen, offenbaren das auch, weil ich mache sowas nicht. Nein, hast du, also auf jeden Fall. Verstehst du, was ich meine, Frankie? Ja, ich verstehe. Wer sowas macht, blamier ihn, weil es sollte niemand irgendjemand hetzen. Punkt. Relu, die Foto hast du? Ja, Foto. Kann ich Krebs zwischen euch machen? Frankie und Papari, bitte weiter. Hallo, hallo. Es ist schon Kher, schon lange. Alles gut. Alles gut. Nicht, weil wir Kher gemacht haben. Es ist gerade, wir sind hier drin. Assalamu alaikum, alaikum salam. Und er hat heute, ich habe heute einen Livestream gesehen und das hat mir auch gereicht. Ich möchte dieses Thema auch nicht mehr aufmachen. Alles gut. Nein, das wird unnötig provozieren. Unnötig. Nein, ich will auch nicht provozieren. Ich sage nur. Aber merkst du was, Frankie? Merkst du was? Ja, was denn? Wir sind leise. Guck mal, wir stecken hier, das ist unseren Herzen. Wir wollen hier irgendwie, wir können jetzt auch reden, aber die reden nicht. Das ist der Unterschied. Okay, ich habe eine Frage an dich, bevor wir weiter hier reden. Guck gut hin, ja? Weil ich frage nur lauter. Was hältst du von diesem Bizeps? Boah. Sehr gut. Also der Coach ist ein bisschen nichts geworden, ne? Ganz andere Stimmung mittlerweile. Guck mal, ich glaube, der Coach feiert Arafat. Ne? Er sagte auch, glaube ich, irgendwann damals, dass er ein sehr, sehr großer Arafat-Fan ist. Und ich weiß halt nicht, vielleicht hat er sich ein bisschen disrespected gefühlt. Ich weiß es nicht ganz genau. Nur viele Sachen, wie gesagt, wenn man Arafat kritisieren möchte, ist es für mich gar kein Problem, im Gegensatz. Er ist eine Person der Öffentlichkeit, deswegen muss man damit rechnen, kritisiert zu werden. Aber es ging mal viel mehr bei mir persönlich um die Art und Weise. Also wenn man teilweise mit Frauen und Kindern und sowas mit beeinzieht, dann ist es halt einfach für mich eine Grenzüberschreitung. Und klar, die Gegenseite, oder man kann auch argumentieren, dass Arafat das mit Bushido Frau gemacht hat. Nur, da gibt es einen wichtigen Punkt, und zwar Anne-Marie ist Person der Öffentlichkeit. So. Und hat auch in den Dokumentationen und Co. gegen Arafat geschossen. Ne? Oder teilweise auch gegen ihn gesprochen. Das heißt, das ist ja so zwischen den Parteien ein Hin und Her. So. Natürlich, wenn jetzt Arafats Frau in die Öffentlichkeit geht und Bushido angreift, dann ist es natürlich das Recht von Bushido in der Öffentlichkeit, sich zu verteidigen und einen Gegenangriff zu starten. Das sind so die Regeln normalerweise in der Öffentlichkeit, nach denen man geht. Und den tue ich mich auch teilweise, ne? Ich finde die gut. Also ich finde das auch der richtige Ansatz. Auf jeden Fall, was ich sehr, sehr traurig finde, wie oft macht das Barello durch? Bei mir kommen so komische Kommentare, nur weil ich mit diesen Menschen rede, friedlich. Ja. Sehr, 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 sehr traurig. Sehr Darf ich dir was ans Herz legen, Frankie? Vielleicht nimmst du, ich bin älter als du. Das habe ich dir schon mal gesagt. Mach deinen Content. Du bist manchmal, obwohl du die Leute manchmal anschreist, ich sehe das, gib Fitner keine Plattform, werde ich anschreiben, mach so. Schade, aber eine Sache habe ich schade gefunden. Ja. Warum hast du nur 350 Euro genommen? Warum hast du nicht 3.049 Euro genommen? Für das Coaching oder was? Nein. Ach so, ja, von denen. Ich hätte so 10.000. Warte, dann hättest du bei mir die Pizza kaufen können für 3.049. Ja, anscheinend hat auch, also das ist ein Chatverlauf, auf den Arafat sich bezieht. Und zwar soll die Mitglieder dieser Clan-Familie Coach 350 Euro gegeben haben. Ne, weil Coach hat dann auch die Chatverläufe geleakt. Die haben den 350 Euro dafür gegeben, dass er gegen Arafat schießt. So. Und guck mal, das ist der Punkt, den ich sage. Ist halt, du kannst schießen, du kannst kritisieren, aber es sollte nie eine Agenda dahinter stecken. Wenn du wirklich teilweise aufgeregt bist über die Meinungen und Aktionen, die die Abu Chakas haben auf TikTok, dann ist es ja legitim, etwas dazu zu sagen. Es sollte aber nie so sein, dass jemand anderes, ne, dass du eigentlich nichts dagegen hast, aber es machst wegen einer Agenda, wegen Geld oder wegen Fame. So, diese drei Punkte sind Sachen, die ich einfach verwerflich finde. Wo ich sage, das sind einfach keine ehrlichen Intentionen. Und da gehört auch jemand dafür kritisiert, dass man sagt, ey, was du sagst, hat zu einem gewissen Prozent ein Wahrheitsgehalt in sich, aber deine Intentionen sind nicht ehrlich. Nein, er war, diese, ich weiß nicht, was mit dem los ist, wahrscheinlich. Aber kann ich eine Frage stellen?
Ja, rübst das mal, rübst das mal. Wie kam es, Coach Frankie, zum Streit mit Papa Ari? Habt ihr Differenzen gehabt davor? Außer. Ja. Nee. Ich hab. Darf ich dazu was sagen, Frankie? Ja, natürlich. Ich habe Frankie sein Herz verletzt, indem ich ihm gesagt habe, er soll mir ein Programm machen. Und Frankie hat sich wirklich Zeit genommen. Und ich bin krank geworden und habe das. Vielleicht habe ich das auch nicht so viel ernst genommen. Aber er hat es ernst genommen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, nicht. Es gibt eigentlich keinen Streit zwischen mir und Frankie, wenn wir ehrlich sind. Aber die Geschichte, stimmt wirklich, dass du ihm gesagt hast? Mit dem Vertrag? Nein. Mit dem Plan? Nein. Wie kann ich das erzählen hier im Stream, ja? Ey, Barello, du willst wieder versuchen, bitte einfach leise sein. Okay. Ich höre dir. Ja, gefährlich. Also, ja, was machen wir jetzt? Guck mal, ich glaube nicht, dass es fair ist, ohne dass wir ein Match machen. Weil sonst, man kann nicht sagen fair und wir gucken uns nur an. Okay, hier bitte. Hey, du kriegst dein Match, Mann. Alle gleichzeitig, stimmt nicht. Ich höre dir, du bist ein... Ja, das ist Khair, Leute, Wallah, das ist das Beste, was es gibt. Beide sind Muslime, beide sind gottesfürchtig. Also, ja, komisch, was so alles passiert. Also, für alle, die schreiben, alles Show. Bei dieser Ausnahme kann ich sagen, ich schwöre es euch, auf alle unsere Köpfe, das gibt's keine Show. Das war keine Show, gar nichts mehr. Ihr könnt einfach nicht verstehen, dass man in Ruhe redet. Ja. Sie wollen, guck mal, die kennen sowas ja nicht. Die wollen ja immer nur hetzen, schreien, machen, tun. Weißt du? Richtig. Wir müssen den Kameramann anders spielen lassen. Ein Viertelstück. Ja, was soll man sagen? Da könnt ihr eure Aggression mit Krafttraining, mit Bankdrücken komplett auslassen. Richtig. Also, was sollen wir machen? Also, wann. Oh Gott, ich habe eine Frage. Warum? Ja. Warum trainierst du eigentlich nicht Barello? Der hat doch bald einen Kampf. Er ist Muskeltrainierer, er trainiert Muskeln, nicht Kämpfer. Nein, ich mach aus dir eine Maschine, will auch mit den ganzen Naturheil-Supplements, aber du bist nicht konzentriert, mein Lieber. Dich muss man wirklich 2 Wochen mitnehmen, irgendwo einsperren. Du bist nicht konzentriert, du sitzt dann wieder vor dem Handy. Das bringt nichts. But Frankie, Wallah, wieder, ich würde gerne einen Kampf von dir und Abu Hamza sehen. Wallah, weil beide seid durchtrainiert. Diese Kämpfe bringen nur Ärger. Nur Ärger. Das ist für die Veranstalter, für alle. Warum, Frankie? Weil jetzt habe ich dachte mir, warum Hamid die ganze Zeit so deine Veranstaltung schlecht gemacht hat. Und dann ist mir irgendwann der Groschen gefallen. Merkst du, egal welche Veranstaltung ich kämpfe, er will auf die Veranstaltung, wo Barello boxt gegen Hamza. Darum ging es die ganze Zeit. Dann soll er doch sagen, er will einen Rückkampf und gut ist. Ja, natürlich. Also ja, natürlich wird er die... ist doch klar. Der macht das einfach... Der macht diese ganze Veranstaltung schlecht. Ne? Was auch am Ende des Tages vielleicht seine einzige Möglichkeit ist, sich aus dieser ganzen Sache irgendwie rauszubewegen. Er macht die Veranstaltung recht, aber sodass die Niederlage nicht so leicht wiegt, ne? Und nicht so schwer wiegt, sodass man das Gefühl hat, so nach dem Motto, ja, das war jetzt, ne, dieser Kampf war nicht so eindeutig, wir brauchen ein Rematch. So, das ist so die Intention hinter dieser ganzen Aussage. Ich glaube nicht mal, dass Hamid so richtig böse Intentionen hat oder geschweige denn wirklich versucht, deren Geschäft zu schaden. Es geht ihm halt einfach nur darum, teilweise nicht aus dieser Rotation von Boxkämpfen und sowas rausgeschmissen zu werden oder einen Gegner zu haben, für den sich einfach keiner interessiert. Ich glaube eher, das ist so die Furcht, die Hamid hat. Du machst keine Veranstaltung mehr, oder wie? Von wem meinst du? Bei mir hing das gerade. Barello boxt doch im Dezember. Gegen Kurt. Welcher Veranstaltung? Und Hamid weiß ja, dass es noch eine Veranstaltung gibt. Also macht eine andere Veranstaltung schlecht. Ich boxe nie wieder für ihn, weil Hamid hat gar nicht vor, eine Veranstaltung zu machen. Er will unter Kurt und Barello kämpfen. Verstehe. Aber unter welcher Veranstaltung, welche Dings kämpft denn Barello, würde ich mal gerne wissen. Ich habe gehört, bald gibt es eine Veranstaltung, da würde ich boxen. Da soll er doch gleich sagen, darum geht's ihm. Warst du nicht überrascht? Baby Daddy, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Wie kann man so schlecht verlieren? Ich verstehe das nicht. Verstehe ich auch nicht.
Ja, aber darauf will er die ganze Zeit hinaus. Wirklich jetzt. Er will unbedingt so einen Wettkampf, dass er mehr Geld kriegt, weil der Veranstaltung ja, genau, mehr Geld. Aber war er wirklich so schlecht, wie er das macht? War er wirklich schlecht? Ja, ja, das, er war. Hallo, wo du gegen Pat Comedy geboxt hast. Warum hast du keine Ausreden gemacht? Du hast gesagt, ich habe verloren. Ja, ja. Ich habe verloren, weil ich genau Ausdauer hatte mehr. Fertig. Okay, siehst du? So ist auch richtig. Das war zu. Diese Arena war zu bei uns. Und diese guck mal, Atlantix und Nino. Atlantix ist auch dreimal runter, hat gesagt, trotzdem, ich habe verloren, alles gut. Richtig, richtig, richtig. Er hat keine Ausrede gesucht, ich bin gerutscht. Das war das Video. Vergiss nicht mal, wieder zu liken, Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Peace.